Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr stellt mir immer einen Haufen Fragen und hier kommen die Antworten. Wie kommst du zu den ganzen Titeln? Einigen von euch ist es sicherlich schon aufgefallen, dass ich einige von den WWE-Titeln habe. 15! Und im Prinzip ist es ja damit wie mit allem anderen auch. Denn wenn man erstmal anfängt, dann sollte man das Ganze auch durchziehen. Und so hat sich meine Sammlung halt immer weiter ausgebaut. Angefangen habe ich mit dem United States Championship vor vielen, vielen Jahren. Den habe ich mir mal bei eBay für 200 Euro gekauft. Und ja, dann ging im Prinzip das Ganze so durch. Das ist, glaube ich, mein neuester. Ich weiß es schon gar nicht mehr, man verliert einfach irgendwann auch den Überblick. Beziehungsweise der neue WWE-Titel, also mit dem neuen Logo, ist auch schon unterwegs. Ja, wie hat gesagt, einige sammeln halt Kronkorken oder Münzen oder Briefmarken. Und ich sammle halt alles, was mit der WWE zu tun hat. Was war der größte Schock bei der WWE, den du je gesehen hast? Da würde ich immer noch sagen, das Beenden der Streak von Brock Lesnar vor dem Undertaker bei WrestleMania 31, das Ding war einfach so, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich hier mit einigen Kumpels saß und wir alle nur so... What the fuck? Jetzt im Nachhinein betrachtet finde ich zwar die ganze Geschichte extrem cool, trotzdem war es erstmal ein extrem großer Schock. Wurdest du schon mal als Lunatic Champion und wie ist es, Wrestler zu sein? Selber Champion wurde ich zwar noch nicht, aber es ist trotzdem extrem cool, Wrestler zu sein. Schon alleine, weil man die Gelegenheit hat, sich Backstage mit den ganzen Wrestlern in Deutschland halt auch so zu unterhalten. Und das ist extrem cool, die halt kennenzulernen und so. Dann ist man halt schon so als kleiner Fanboy Backstage und denkt sich so, ey, wie cool ist denn das hier? Wenn man dann halt Brian Kendrick und Paul London oder so halt mal so live vor sich sieht. Und man ist ja dann halt auch Wrestler und wird ja dann auch ganz anders behandelt wie ein Fan, wo man halt einfach nur, ja, Foto machen und tschüss, der Nächste. Das ist halt schon extrem cool. Oder gerade so die ganzen deutschen Wrestler, die halt auch alle extrem korrekt sind und, ja, extrem lustig. Und was man denn da noch Backstage so für Storys hört, ist halt extrem unterhaltsam. Also ich freue mich halt wirklich über jedes Booking und halt auch so viele neue Leute kennenzulernen, die halt eigentlich auch genau das gleiche lieben wie man selbst. Das ist halt extrem cool. Was ist deine Lieblingssportart nach Wrestling? Meine Lieblingssportart nach Wrestling ist eigentlich American Football. Ich spiele es zwar nicht selbst, aber ich habe einen Kumpel, der es spielt. Und außerdem finde ich den Sport extrem cool und den kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Ich bin nicht so ein Fußballtyp und UFC mag ich zum Beispiel auch, da gibt es mir aber auch viel zu viel Content, das kann ich alles neben dem ganzen Wrestling-Kram überhaupt nicht nachholen. Und ja, und die Football-Season geht ja jetzt wieder los und mein Kumpel holt sich immer das NFL Network, nicht für 9,99, sondern das kostet einen Haufen Geld. Ja, und dann sitzen wir halt hier immer und gucken Football und der Sport ist einfach so krass, weil es einfach so häufig vorkommt, dass in den letzten 2 Sekunden das komplette Spiel gedreht wird und das ist so spannend, das ist echt cool. Also für die Leute, die da keinen Draht zu haben, guckt euch einfach mal so ein Spiel an, versucht vielleicht mal einen zu finden, der da so ein bisschen Ahnung hat. Oder da gibt es auch auf YouTube so ein paar Erklärungsvideos, damit man halt so ungefähr die Regeln kapiert und dann ist das einfach extrem cool. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Was hast du so für Videospiele? Also im Prinzip seht ihr hier schon eine ganze Menge. Also ich habe Bioshock, Last of Us, WWE natürlich, Tomb Raider. Bei mir ist es meistens so, dass ich die Spiele durchspiele und dann sofort wieder verkaufe. Ja, aber an sich kaufe ich mir auch alles an Spielen, was so irgendwie Rang und Namen hat. Ich will auf jeden Fall so das meiste auch gezockt haben. Und habe allerdings immer ein bisschen wenig Zeit zu spielen. Wenn ich spiele, dann streame ich das Ganze aber auch auf twitch.tv/martin_guerrero. Da bin ich eigentlich immer an Zocken. Also wenn ich zocke, dann mache ich es auch in einem Livestream. Und ja, an sich zocke ich eigentlich alles. Gerade so, was in der nächsten Zeit rauskommt. Das weiß ich, eigentlich müsste ich jetzt Urlaub nehmen, damit ich das alles irgendwie durchzocken kann. Ich habe mir Destiny schon bestellt. WWE 2K15 ist natürlich klar. Denn halt alles, was da so rauskommt, ich werde mir wahrscheinlich alles kaufen. Und versuchen das alles irgendwie so schnell wie möglich durchzuspielen, die Assassin's Creed Teile und ich habe ja auch alles an Konsolen hier, bis auf die Wii U. Ja, also ich bin auf jeden Fall gut gerüstet für die nächste Zeit. Weihnachtszeit ist ja immer sehr toll, was Spiele angeht. Mal schauen. Wenn du bei der WWE einen Kampf kämpfen kannst, gegen wen wäre das? Also gegen wen ich ein Match haben wollen würde, wenn ich es mir aussuchen könnte.
Ich würde auf jeden Fall einen nehmen, der relativ erfahren ist und vielleicht noch nicht so ein Riesenname ist. Also Leute wie Sami Zayn zum Beispiel. Ich glaube, von denen kannst du einen richtigen Haufen lernen. Ja, Sami Zayn ist mein Pick. Insane. Aber an sich, wenn ich die Gelegenheit hätte, irgendwie in der WWE zu wrestlen, dann würde ich gegen jeden da antreten. Das wäre mir scheißegal. Aber ob es dazu kommt, was hältst du von Total Divas? Total Divas habe ich auch zu der Zeit, als es noch aktiv lief, obwohl am Sonntag geht's wieder los, die dritte Staffel, habe ich extrem gefeiert. Ich liebe Total Divas, das ist so geil und so bescheuert und Eva Marie ist so dumm. Und also ja, ich finde es extrem unterhaltsam, ich könnte mir das den ganzen Tag antun. Du denkst dir zwar die ganze Zeit nur so, aber es ist trotzdem richtig lustig. Ja, und dann war es das mal wieder mit den Fragen und Antworten. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, egal ob privat, Wrestling oder sonst irgendwas, ich bin euer Guru. Schreibt es mir in die Kommentare zu diesem Video. Das ist immer am besten, dann habe ich das alles so gestaffelt, weiß, wo das hingehört und nicht, wenn es dann unter einem News-Video ist oder so. Denn ja, kann ich das meistens gar nicht richtig aufgreifen, weil hier soll es rein. Also bitte schreibt mir eure Fragen unter dieses Video. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Hier oben kannst du jetzt noch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Darunter gibt es die Facebook-Seite von mir und die Facebook-Seite von mir als Wrestler. Darunter die größte Online-Wrestling-Liga und zwei weitere Videos unter mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao!